Prinzessa, wie eine kleine Prinzessin, deren Füße weiße Tauben sind, man könnte meinen, sie kann. Was sind das für wilde Tiere, die da heulen? Idioten! Sie sind immer so, sie streiten über ihre Religion. Ich finde es lächerlich, über solche Dinge zu streiten. Wie schön ist die Prinzessin Salome. Sieht finster drein. Ja, er sieht finster drein. Auf wen blickt er? Ich weiß nicht. Wie blass die Prinzessin ist. Niemals habe ich sie so blass gesehen. Sie ist wie der Schatten einer weißen Rose. Einem silbernen Spiegel. Muss ich ansehen? Du siehst so viel an. Schreckliches kann geschehen. Ja, wie wird heute kommen? Wer ist stärker als ich? Ein heiliger Mann. Er sagt immer alles herrliche Dinge. Er ist sehr sanft, jeden Tag, dem ich ihn zu essen gebe. Dankt er mir, ist es ein Prophet. Ist sein Name Johannes. Er kommt hier aus der Wüste, eine Schar von Jüngern war dort immer um ihn. Wovon redet er? Unmöglich ist's zu verstehen, was er sagt. Kann man ihn sehen? Nein, der Tetreich hat es verboten. Die Prinzessin erhebt sich, sie verlässt die Tafel. Sie ist zählig, sie ging her. Sie sind nicht auf. Ja, sie kommt auf und zu. Ich bitte dich, sie sind nicht auf. Zuckenden Lieder.
Prinzessin, es war der Prophet Johanna, der mir rief. Liegt es euch, dass ich eure Sänfte holen lasse, Prinzessin, die Nacht ist schön im Garten. Schön, Schatina, über meine Mutter, nicht wahr? Ich verstehe nie, was er sagt, Prinzessin. Er sagt schreckliche Dinge, immer schön. Ich will nicht hineingehen. Ist dieser Prophet ein alter Mann? Prinzessin, es wäre besser hineinzugehen. Gestattet, dass ich euch führe. Ist dieser Prophet ein alter Mann? Ein Prinzessin. Ist an dir. Ja, nicht, wohl alles wieder, folgendes Stadtessen will ich nun erbrochen ist. Prinzessin, hättet Rache, duldet nicht, dass irgendwer mit ihm spricht. Erzählt dem hohen Priester verboten, mit ihm zu sprechen. Ich wünsche, mit ihm zu sprechen. Es ist unmöglich, Prinzessin. Ich will mit ihm sprechen. Es muss schrecklich sein, in so einer schwarzen Höhle zu leben. Es ist wie eine Gruft. Was ihr von uns begehrt. Ah, oh, was wird geschehen? Ich weiß, es wird Schreckliches geschehen. Er ist aufs Gewicht. Ich möchte ihn nur sehen, diese seltsamen Propheten. Die Leute haben so viel von ihm gesprochen. Ich glaube, der Tetrarch hat Angst vor ihm. Der Tetrarch hat es ausdrücklich vermuten, dass irgendwer den Deckel zu diesem Brunnen aufhebt. Wer ist das für mich tun? Und den Torweg, wo die Katzen wieder stehen, vorbeikommen, werde ich eine kleine Blume für mich mal lassen, ein kleines grünes Blümchen. Prinzessin, ich kann nicht, ich kann nicht. Wer ist das für mich tun? Und du weißt, dass du das für mich tun wirst. Und morgen früh werde ich unter dem Muslinschleier dir einen Blümchen zu werfen, nur am Ort. Ich werde dich ansehen. Kann sein, ich werde dir zuhören.
sagen, Prinzessin. Wo ist sie? Dieses Hinterpellus, ihre Augen, die gestanden hat, voll dunkelmalte Männer bieten. Und es sandte ins Land, mit seinen Klangen, der den Schädel verkürzt und die Leime mir riesen. Ich heiß sie aufstehen und werd ihre Keule und werd ihre Buchschlange, auf das sie die Worte hey!
alten Söhn ich nahe. Deine Mutter hat die Erde tritt mit dem Pein, ihre Lüste und das Obers für das Himmel schreit zu Gott. Sprich mir, Johanna, deine Stimme ist wie Musik in meinen Ohren. Prinzessin, Prinzessin, shut up!
Wer ist wie ein Granatapfel, und
Fange, kochte die Heroia. Du bist verflucht, Salome! Du bist verflucht!
die Prinzessin. Warum kam sie nicht wieder zum Erkennen, wie ich immer vorhin hatte? Ah, da ist sie. Du sollst sie nicht ansehen. Fortwährend siehst du sie an. Wie der Mond heute Nacht aussieht, ist es nicht ein seltsames Bild. Es sieht aus wie ein wahnwitziges Weib, das immer nach Kuhlen sucht. Wie ein betrunkenes Weib, das kurz vor dem Abend. Nein, der Mond ist wie der Mond, das ist alles, wir wollen nicht hineingehen. Ich will hier bleiben, wenn das legt hätte her. Zündet Fackeln an, ich will noch kein mit meinen Gästen trinken. Ah, ich bin ausgeglitten. Ich bin im Blut getreten, das ist ein böses Zeichen. Warum ist hier Blut und dieser Tote? Wer ist dieser Tote hier? Wer ist dieser Tote? Ich will ihn nicht sehen. Es ist unser Hauptmann. Ich erließ meinen Befehl, dass er getötet werde. Er hat sich selbst getötet. Das scheint mir seltsam. Der junge Serie, er war sehr schön. Ich erinnere mich, ich sah seine schmackenden Augen, wenn er Salome ansah. Fort mit ihm! Es ist kalt hier. Es weht ein Wind. Weht nicht ein Wind. Nein, es weht kein Wind. Ich sag euch, es fehlt ein Wind und in der Luft hör ich etwas, wie das Marschen von Mächten fliegen. Hört ihr es nicht? Ich höre nichts. Jetzt höre ich es nicht mehr. Aber ich habe es gehört, es war das Wind des Windes, es ist vorüber. Horsch, hört es nicht. Das Rauschen von Mädchen fliegen. Du bist krank, wir wollen hineingehen. Ich bin nicht krank, aber deine Tochter ist krank zu Tode. Niemals hab ich sie so blass gesehen. Deine Lippen hinein, deine kleinen roten Lippen, davon will ich die Beste lehren. Ich bin nicht durstig, Tetrarch. Hörst du, wie sie mir antwortet, diese deine Tochter? Sie hat recht und starr, sie wollte vertrieben. Nur ein wenig ab,
Vergessen. Ah, ich erinnere mich. Über die Sisser ein sehr großer Prophet. Ich glaube nicht an Propheten, aber du hast Angst vor ihr. Ich habe von niemandem Angst. Ich sage dir, du hast Angst vor ihm. Warum lieferst du ihn nicht den Juden aus, die seit Monaten nach ihm schreien? Wahrhaftig, es wäre besser, ihn in unsere Hände zu geben. Genug davon, ich werde ihn nicht in eure Hände geben. Er ist ein heiliger Mann, er ist ein Mann, der Gott geschaut hat. Das kann nicht sein, seit dem Propheten Elias hat niemand Gott gesehen. Er war der Letzte, der Gott von Angesicht geschaut in unseren Tagen. Seit sich Gott, nicht Gott, der Bild sich darum ist großes Übel über das Land gekommen. Großes Übel. In Wahrheit weiß niemand, ob Elias in der Tat Gott gesehen hat. Möglicherweise, was er nicht hat, ein Gottes, was er sah. Gott ist keine Zeit verborgen, mit Zeit zu aller Zeit und an allen Orten. Gott ist im Schlimmen ebenso wie im Guten. Du solltest das nicht sagen, es ist eine sehr gefährliche Lehre aus Alexandria. Und die Griechen sind Gott. Wie lange Gott wird, seine Wege sind sehr dunkel. Wir können unser Haupt unter seinen Willen beugen, denn Gott ist sehr stark. Du sagst die Wahrheit, wie wahr Gott ist, furchtbar. Aber was diesen Menschen angeht, der hat Gott nie gesehen. Seit den Propheten Elias hat niemand Gott gesehen. Wahrheit weiß niemand, er war der Letzte, Thank you.
soll das heißen? Der Löse der Welt. Der Messias ist gekommen. Der Messias ist nicht gekommen. Er ist gekommen und allenthalben tut er Wunder. Bei einer Hochzeit in Galiläa hat er Wasser in Wein verwandelt. Er heilte zwei Aussätzige. Von Kapernaum. Er hat auch Blinde geheilt. Man hat ihn auf einem Berg im Gespräch mit Engel gesehen. Oh, ich glaube, ich kann Wunder. Es ja ist, er von den Toten erweckt. Wie er erweckt die Toten? Ja. Ich verbiete ihm, das zu tun. Es wäre schrecklich, wenn die Toten wiederkämen. Wo ist der Mann zur Zeit? Er ist überall, aber es ist schwer, ihn zu finden. Der Mann muss gefunden werden. Es heißt in St. Maria. Vor ein paar Teilen ist der Samaria. Ich glaube, im Augenblick ist in der Nähe von Jerusalem. Oh, hört, ich verbiete ihm, die Tote zu erwecken. Oh, wenn dieses kleine Feind, es muss so schrecklich sein, wenn die Toten wiederkämen. Willst du mir wirklich alles geben, was ich von dir begehre?
Ich hab einen Eid geschworen. Meine Tochter tanze nicht. Und für sie Hälfte meines Königreichs. Du wirst schön sein als Königin und am hässlich schön. Ah, es ist kalt hier. Es weht ein Eis, der Wind und ich höre, warum höre ich in der Luft, wie das Rauschen von Flügeln? Ah, es ist doch so, als ob ein ungeheuer schwarzer Vogel über den Terrasse schwebte. Warum kann ich ihn nicht sehen, diesen Vogel, dieses Rauschen, ich schreck mich. Es ist ein steigender Wind, aber heute ist nicht kalt. Hey, ich bin Wasser in die Hände, in der Schicht, so entzett, man bin immer verlost. Schnell, schnell, man bin immer verlost. Und ein Lasti, dieser Kreuz, drückt mich, dieser Rose, sind die Feuer. Ah, jetzt kann ich atmen, jetzt. Bin ich glücklich. Willst du für mich tanzen? Ich bin die Frau, du sollst für mich tanzen. We'll be right back.
hier, Salome, komm hier, du sollst deinen Lohn haben, ich soll dich König nicht verlohnen. Ich will dir alles geben, was dein Herz begehrt, was willst du haben, sprich. In einer Silberschüssel, sie ist reizend, nicht, was ist, was du in einer Silberschüssel haben möchtest? O süße, schöne Salome, die du schöner ist, als alle Töchter Jareas, was sollen sie dir in eine Silberschüssel bringen? Sag es mir! Was es hat sein mag, du sollst es erhalten, meine Reichtümer gehört dir. Was ist es, was du haben möchtest, Salome? Lass mich so erwähnen, Salome! Den Kopf des Johannes!
Salome, Salome, lass uns sie Freunde zueinander sein. Bedenk dich. Ach, was wollte ich sagen? Was war's? Ah, ich weiß es wieder. Salome, du kennst meine weißen Frauen, meine schönen weißen Frauen, die im Garten zwischen den Mörken wandeln. Ich will sie dir alle, alle geben. In der ganzen Welt blieb ein König, der solche habe ich drei wunderbare Türkise, weil sie jetzt eine Sterne trägt, kann Dinge sehen, die nicht wirklich sind. Es sind wunderbare Schätze. Was begehrst du sonst noch, Salome? Alles, was du verlangst, will ich dir geben, nur eines nicht. Oh!
eingenommen. Ich hatte einen Ring an meiner rechten Hand. Er hat meinen Wein getrunken. Es war Wein in meinem Becher. Er war mit Wein gefüllt. Es hat ihn jemand ausgetrunken. Oh, gewiss wird Unheil über einen kommen. Meine Tochter! Es wird ein Unheil geschehen. Ich hörte etwas fallen. Es war das Schwert des Henkers. Er hat uns dieses Glauben. Er hat das Schwert kommen lassen. Er traut sich nicht, ihn zu töten. Ist eine Memme, hat dieses Glauben. Schick Soldaten hin, kommt er her, doch aus der Flut dieses Toten leicht. Wir sind noch nicht genug, und wir sind mit Soldaten und Befehl, wir den ihn abzusprengen, und wir zu Boden lassen, wir haben
Du sprachst diese Worte, die ich nicht zu mir, ich hab deine Rede.
Ich sage dir, sie ist ein Ungeheuer. Meine Tochter, du weißt ja, ich möchte jetzt hier bleiben. Das Blut meines Bruders heim. Komm, ich will nicht an diesem Ort bleiben. Komm, sag ich dir. Sicher, es ist Schreckliches geschehen. Wir wollen uns im Palast verbergen. Herodias, ich fange an zu erzittern. Melissa, he's a car.